unterwegs. Ich habe im letzten Video davon gesprochen, der Chrysler. Das Auto abholen. Unsere Landstraßen hier könnten auch einen Auftritt auf The Walking Dead haben. Hier fährt auch kein Mensch lang. Das ist echt nicht schlecht. Ich weiß gar nicht, ob wir schon das Bundesland gewechselt haben. Ich glaube, wir sind gerade illegalerweise nach Mecklenburg-Vorpommern eingereist. Aber keine Grenzkontrollen. Bin beeindruckt. Nee, weit ist es nicht mehr. Es ist saumäßig stürmisch. Das ist nicht witzig mit so einem hohen Auto. Meine Frau fährt und rudert. Und ja, melden uns gleich, wenn wir beim Auto sind. So wahnsinnig interessant ist die Landstraße jetzt auch nicht. Wie gesagt, hier passiert nichts. Das oft über Stunden. Das ist echt unterhaltsam. Bis gleich. So sieht das übrigens aus, wenn die Felder mit richtig Sturm erwischt werden. Ist kein Regen, ist kein Schnee, ist einfach nur Staub vom Feld. Ja, wir sind auf der Suche. Sind wir hier richtig? Ja, da steht er. Okay. Dann fahren wir mal links rum. Stellen den ab. Der soll angeblich laufen. Vielleicht. Wie gesagt, steht seit einem Jahr. Wenn sie die Batterie geladen haben, werden wir das sehen. So, da steht das gute Stück. Schön rot. Mal gucken. So, wie geht das hier? Da. Sehr sportlich. Geht doch. Okay, dann mal ab zum Anhänger damit. Ja. So, was haben wir hier? Wir haben einen Chrysler PT Cruiser. Wie man hört, ist das kein Benziner. Ist ein Diesel. So. Jetzt schauen wir uns das Ganze mal an. Wir haben natürlich amerikanisches Auto, eine Klimaanlage. Manuell. Wir haben elektrische Fensterheber. Viermal. Sehr bequem von hier aus zu bedienen und zu blockieren für die Kinder. So, was haben wir noch? Wir haben natürlich einen Kompass. Ne? Man könnte sich ja verfahren. Wir sind also Richtung Süden unterwegs. Stimmt, da ist Süden. So, wir haben Sonnenblenden. Und was deutsche Hersteller bzw. viele Hersteller nicht auf die Kette kriegen. So. Hui. Ist das geil? Ja, wenn man Autos für Kalifornien baut, muss man an seine Kunden denken, die ständig brutale Sonne von der Seite kriegen. Ja, sieht übel aus, aber wie gesagt, der Mann ist krank geworden und die Karre stand nur. Der Himmel, man könnte noch eventuell eine Kathedrale draus machen. Also, wer Michelangelo spielen will, im Moment sieht es aus wie, na, Sandstein. So, was haben wir hier noch? Wir haben natürlich eine heizbare Heckscheibe. Wir haben die Traktionskontrolle, die kann man ausschalten, falls man mal durchs Gemüse fahren will. Der Heckwischer geht. Ja, das Radio hat er rausgenommen, das ist kein Wunder. Das war, das hat er sich ein eigenes eingebaut. So. Türen kann man von beiden Seiten aus verriegeln und entriegeln und verriegeln. Heizbare Heckscheibe können wir da ausmachen. So, wir haben 240.000 Kilometer. Was mir mal so gar nichts ausmacht, denn der Motor hier drin ist ein Mercedes-Motor. Die Ehe Daimler-Chrysler sagt euch allen was. Dieser Motor hier drin ist baugleich mit dem aus der C-Klasse oder E-Klasse W203 oder W210, der 220 CDI. In diesem Fall hier
quer eingebaut. Die Hochdruckpumpe stammt vom 320 CDI. Ich zähle jetzt nur die Teilenummern auf. Ne? Letztendlich ist das nicht wirklich relevant, aber ist schon ein interessantes Fahrzeug. Der Wagen hat keine manuelle Förderpumpe, sondern eine elektrische Fördereinheit im Kofferraum, im Tank. Und das sind die einzigen Unterschiede. Ansonsten ist es ein ganz normaler 220 CDI mit der entsprechenden Lebensdauer. Deshalb bei 240.000 ist das Ding noch nicht mal eingefahren, nicht im Ansatz. Klimaanlage läuft. Ja, wir haben die zwei üblichen Stufen dabei. Selbst unter der Voraussetzung, dass es draußen kalt ist, dass es noch kälter ist, halt eine amerikanische Klimaanlage, ne? Das ist eine andere Hausnummer. Ja, also mir gefällt das Auto wirklich sehr gut von der Optik her. Ich zeige ihn gleich mal von außen einmal komplett. Wir haben keine Fehlermeldungen. Ich kann dieses Fahrzeug übrigens nicht auslesen. Die Benziner kann ich auslesen, die Diesel nicht. So, die Diesel haben eine andere Besonderheit. Ich mach den mal aus. Okay. Wie ging das jetzt nochmal? Muss ich das jetzt echt nochmal nachlesen? Das habe ich ewig nicht mehr gemacht. Kleinen Moment. So, bei diesem Auto braucht der Privatmann kein Auslesegerät. Ne? Also der Besitzer. Wenn man das Internet beherrscht und Fehlercodes einfach mal recherchieren kann per Google, dann geht das auch so. Moment, jetzt muss ich mal einmal hier durch. So, jetzt weiß ich wieder, wie es geht. Da. Die Fehler, der Fehler liest sich selber aus. So, das war's. Zwei Fehlermeldungen hat er. Also, einmal, zweimal, dreimal. Einmal, zweimal, dreimal. Nein. Jetzt hat er keine Lust mehr, jetzt hat er es mir einmal gesagt. Beim nächsten Mal, wenn er ein bisschen länger steht. Wahrscheinlich. Ja, da ist es wieder. Also dreimal auf Zündung drehen. Und dann auf Zündung lassen beim dritten Mal. Dann liest er sich selber aus. Also da muss ich sagen, da sind die amerikanischen Verbraucherschützer wirklich fix hinterher gewesen, dass der Kunde kein eigenes Auslesegerät braucht. Er liest sich selbst aus. Sehr praktisch für den Kunden, muss ich sagen. Finde ich auch gut. So, was haben wir sonst noch? Der Innenraum, ne? So schön mit Armlehnen und so weiter. Ist immer noch sehr gepflegt. Er hat ihn halt hingestellt, nicht versiffen lassen, ne? Klar hat er hier und da Staub angesetzt, aber er sieht doch gut aus, finde ich. So, Leuchtwadenregulierung ist hier. Ne? Was haben wir sonst noch? Lustiges. Das Auto hat alles Mögliche an lustigen Sachen. Ja, die elektrischen Spiegel sind hier. Ja. Kompass habt ihr gesehen. Leseleuchten. Zweimal. Die Innenbeleuchtung ist da oben. Ob die noch irgendwie anders angeht, weiß ich nicht. Der Fahrersitz mit der Lehne ist natürlich genial. Dieser drehmomentstarke Motor mit der Leistung 121 PS, das ändert nicht viel an der am Drehmoment. Hat er reichlich, hat er. Also Drehmoment hat er definitiv. Man kann den auch relativ leicht auf 143 PS bringen, aber mit Frontantrieb ist das dann doch ein bisschen tricky, muss ich sagen. Obwohl, er hat eine Traktionskontrolle, ne? Ich habe einen mit 150 PS gefahren, das ist das Facelift, der hat dann den neueren Motor drin von der C-Klasse. Das Facelift, den 220er mit 150 PS, den haben sie unverändert übernommen. Und das Ding geht ordentlich, alter Schwede, der hier geht schon reichlich. Ne? Ich habe mal so eine kleine Zwischenbeschleunigung im vierten Gang habe ich mal aufgenommen, die stecke ich hier gleich noch hinter. Und er hat schon Druck. Im Gegensatz zu den Benzinern, die sind einfach nur laut und saufen. Da haben sie was Gutes gemacht.
Ja, wie lange hat er den Wagen jetzt gehabt? Seit 7/2019. Und hat ihn mir jetzt zurückgegeben. Finde ich gut. Bin ich auch immer für zu haben. Es gibt reichlich Leute hier in der Gegend, die ihre Autos in den Gärten stellen. Könnte man ja noch gebrauchen. Frisst ja kein Brot, anstatt das an irgendjemanden weiterzugeben, der das Auto dann rettet. Beziehungsweise repariert und dann weiter nutzt. Nein, die Autos werden vergammelt gelassen. Und wenn sie wirklich komplett im Arsch sind, dann dann werden sie für horrende Summen ins Internet gestellt oder beim Schrottplatz abgegeben. Ja, einfach mal Kopf aus dem Hintern ziehen und das Auto einfach an jemanden weitergeben, der es vielleicht gebrauchen könnte. Es gibt genug Familien, die wenig Geld haben und wo der Mann so weit technisch versiert ist, das Fahrzeug wieder auf die Reihe zu kriegen. Das tut überhaupt nicht weh. Ne? Er hat mir das Auto jetzt auch wieder gegeben. Ne? Ich werde jetzt da wieder TÜV drauf machen. Der hat jetzt 240.000 Kilometer runter. Gut, das Fahrwerk und die Bremsen müssen wir uns nicht unterhalten. Nach einem Jahr Standzeit und vorher nur Mecklenburger Landstraßen. Fertig. Gar kein Thema. Sind fertig. Kostet aber alles nicht die Welt. Ein neues Auto kostet mehr Geld. Ja. Einfach mal machen. So, jetzt fahre ich den mal hinten auf die Wiese und dann gibt es mal ein paar Eindrücke von außen. Ja, so sieht das von außen aus. Ich sag mal so, diese Autos sehen, glaube ich, nur in zwei Farben gut aus, ist meine Meinung. Schwarz oder dieses Candy? So, hier unter dem 2,2, Moment, richtig reinstecken, sonst hat das Ding da im Kopf sitzen. Unter dem 2,2 CRD. Ah, ist verschraubt. Hier geht's. Sitzt ein 22 CDI mit einem undichten Injektor. Macht uns nicht viel aus, kennen wir ja jetzt. Ja? Wahrscheinlich schon mal eine der Fehlermeldungen sein, plus der übliche Luftmassenmesser und diverse andere Kleinigkeiten, die er beim Stehen ansammelt. Ja. Rost hat man nicht. Scheinwerfer sind ein bisschen trüb. Die Form ist natürlich geil, ne? Also, ne? Das ist so ein Auto, entweder hasst man das Ding oder man liebt es. Mag das wahrhaftig Carbon sein? Wahrscheinlich. So. Die Rückbank, reichlich Platz. Das mögen die Kinder. Oder auch nicht. Keine Ahnung. Es kommt immer drauf an. Ich habe jetzt sämtliche Fenster einmal betätigt. Da ist natürlich ohne Ende Moos rübergekommen. Natürlich sind alle Sitze umlegbar. Das ist ein sehr praktisches Fahrzeug im Grunde. Ah ja, da sind die Fensterheber für die hinteren Türen. Sehr praktisch. Was mich wundert, nur ein Cupholder. Normalerweise sind die Dinger vollgeschissen mit Cupholdern. Aber mein Gott, man kann nicht alles haben, ne? So, Kofferraum haben wir auch. Ja, sehr schönes Detail, finde ich. Erstmal das, das Emblem finde ich erstmal gut und dass das der Griff ist. Schick. Ein paar Heckklappendämpfer wären nicht schlecht, glaube ich. Ja. Oh, hier sind noch Ersatzreifen. In sehr gutem Zustand. Dann haben wir hier selbstverständlich für die Kühlbox haben wir eine Steckdose. Wir haben Fazurösen ohne Ende. Da hat jemand mitgedacht. Eine Hubablage für das Ding habe ich, glaube ich, sogar noch. Ja. Das haben wir auf der Seite. So, Ablagefach. Und so weiter. Ich glaube, das war sogar die Sache hier mit dem Picknicktisch. Man kann die Hutablage hier oben einhängen oder da unten einhängen, dann hat man sie als Picknicktisch. Auch hier Fazurösen, unten sind glaube ich auch noch welche. Praktischerweise. Ja, jetzt fällt die Heckklappe auch auf. Ist sehr groß und ich mit meinen 1,97 kann da drunter stehen. Also von daher nicht schlecht, muss ich sagen. So.
Klappe zu. Einmal durchs Gemüse joggen. Ja, da muss natürlich sauber gemacht werden. Ne? Wie gesagt, ich stand die ganze Zeit draußen rum. Wir haben natürlich Seitenairbags. Ja. Ah, hier gibt es sogar noch ein Netz. Ja, Rückbank. Sehr reinigungsfreundlich, komplett hochklappbar und sitzt nicht bis auf den Boden. Also ist wirklich gut, muss ich sagen. Und darunter kann man noch einiges unterbringen. Gefällt mir. Wie gesagt, diese PT Cruiser haben Gel-Batterien. Die hier ist nagelneu. Die hat er noch gekauft. Die habe ich dabei gekriegt. Lohnt sich, ne? Also die Dinger halten, ich habe es schon erzählt, ne? Die Dinger halten 20 Jahre, wenn man mit dem Auto regelmäßig fährt. Ja, hier ist natürlich auch ein Airbag hinter. Aber ich finde diese lackierten Flächen gar nicht mal so schlecht, muss ich sagen. Es hat was. Also man kann es in dem Auto wirklich sehr gut aushalten. Hat ja immerhin schon mal einer mit 240.000, müsste ja schon mal einer mit gefahren sein, ne? Ja. Nee, finde ich gut, muss ich sagen. Wir werden jetzt gleich mal, das Auto ist noch angemeldet, zur Waschanlage fahren, weil das hier könnte alles mal gerne weg. Ich muss den erstmal wegstellen. Im Moment ist kein Geld da, um das ganze Fahrwerk zu revidieren. Dann stelle ich ihn erstmal weg. Abgemeldet wird er auch jetzt. Sobald ich einen Termin kriege, wegen Corona ist ja ne, nichts mit Termin zu machen. Ja. Ding erstmal zum Waschen und ja, bis später. Um mal kurz zu zeigen, wie leistungsfähig diese Gel-Batterien sind. Das ist die alte Gel-Batterie, die ich aus dem Land Rover ausgebaut habe. Entschuldigung. Die Batterie sitzt hier unterm Sitz. Ne? Die stammt auch aus einem PT Cruiser. Habe ich ja, glaube ich, schon erzählt. Das war ein 2001er. Das war die erste Batterie. Da steht noch Daimler Chrysler drauf. Der Land Rover hat natürlich wesentlich ja, eine größere Maschine, mehr Verdichtung und so weiter und so weiter. Aber hier in dem 220 CDI sozusagen, ist ja letztendlich ein 220 CDI, auch wenn es ein Chrysler ist. So, wir müssen die Kupplung treten bei dem Auto. Kein Problem. Für den Wagen reicht das Ding noch vollkommen aus. Ladestrom vorausgesetzt. Regelmäßig halten diese Batterien wirklich ewig um 3 Jahrhunderte. Das ist unglaublich, weil die Batterien sterben ja an Sulfatierung. Ne? Das Blei nutzt sich irgendwann ab. Unten setzt sich Bleisulfat ab bei einer normalen Säure-Bleibatterie. Und irgendwann gibt es einen Plattenkurzschluss. Diese Batterien hier haben so etwas nicht. Die sind mit Gel gefüllt. Ja, die haben auch nur 50 Amperestunden. Das ist beeindruckend, was die alles können. Also wie gesagt, für dieses Auto reicht das noch vollkommen aus. Und ja, die kosten 230 Euro oder sowas in der Richtung. Aber man, wie gesagt, jetzt diese Batterie ist von 2001. Ja, so viel zum Thema. Ja, auch hier wieder Nachhaltigkeit. Das ist, die hält ewig. Ewig und 3 Tage. Und jetzt immer noch. In diesem Auto auch noch. Also von daher sehr zu empfehlen, muss ich sagen. Keine Probleme. Läuft einwandfrei. Das Problem an der anderen Batterie ist, die ist zwar nagelneu, aber es ist, die haben sie entweder falsch ins Regal gegriffen oder die haben falsche Batterie verkauft. Das ist eine AGM-Batterie, die fängt an zu kochen, wenn die hier drin geladen wird. Die brauchen, glaube ich, einen Laderegler. Ist aber nicht das Problem großartig. Ich hätte gerne eine Verbraucherbatterie im Land Rover. Für im Kofferraum kommt noch, da ist jetzt schon eine Standheizung drin. Da sollen noch für Kühlboxen etc. Sollen dann noch Anschlüsse rein. Ein 220 Volt Anschluss mit einem Spannungswandler. Also bin ich jetzt nicht böse um eine neue AGM-Batterie, muss ich sagen. Ja, für dieses Auto, der hat einfach den offensichtlich den Laderegler nicht dafür. Ja, trotzdem, eine AGM-Batterie nehme ich immer gerne. Auch die sind teuer. 8 Grad haben wir gerade draußen. Gerade hat es noch geschneit. April funktioniert. Ja, okay, den waschen wir jetzt gleich erstmal.
ordentlich. Ja, da ist reichlich Moos etc. drauf. Innen kein großer Handlungsbedarf. Das ein oder andere graue Haar. Das hätte ihm auch mir ausfallen können. Ja, das ist hält sich in Grenzen, was hier drin zu machen ist. Wie gesagt, ich stelle den erstmal weg. Im Moment ist kein Geld da, um den fertig zu machen. Die Ersatzteile müssten gekauft werden, TÜV müsste gemacht werden. Spureinstellung braucht er. Definitiv braucht er eine Spureinstellung. Und ich will mal gucken, ob ich ein paar Alufelgen für das Auto kriege. Das sieht nämlich sehr mickrig aus, was hier drauf ist, muss ich sagen. Es ist nicht schön, gar nicht schön. So, wir waschen den Wagen und danach gibt es noch mal ein paar Eindrücke, wie er dann gewaschen aussieht. Bis gleich. So, jetzt sind wir auf dem Weg zum Waschen. Meine Frau versucht jetzt mal den Wagen zu starten. Wird nicht funktionieren. Bei dem Fahrzeug, typisch amerikanisches Fahrzeug im Übrigen, muss man die Kupplung treten. Das ist ein Sicherheitsmechanismus. Ja, startet wie gewohnt. So, der Schalthebel. Man sieht den Rückwärtsgang, muss man mit etwas Kraft nach links rüberziehen und dann nach vorne, genau. Das ist der Warnton für den Rückwärtsgang. Der Wagen hat sehr viel Drehmoment und ist gar nicht an. Jetzt ist er an. Wie verstellt man den Spiegel hier? Da drüben ist der Schalter, genau. Einmal auf links und dann gucken, wie du es haben willst. Die Wintermütze ist übrigens keine Übertreibung. Es ist beschissen kalt. Geht er? Ja, genau. Ein bisschen Überredungskunst. Aber so soll's machen. Ja. Ja, der Wagen ist ein bisschen tief für unsere Einfahrt hier. Muss normalerweise noch der Land Rover durch. Ja, jetzt hört man schon die ersten Probleme von der Hinterachse. Da könnte mal das ein oder andere Lager neu, glaube ich. Vorderachse merkt man auch. Wie gesagt, Mecklenburger Landstraßen sind nicht besonders freundlich zu Achsen. Da fragt man sich immer, wo ist eigentlich die Aufbauhilfe Ost geblieben? Taschen. Ja, wahrscheinlich in diversen Villen und Vorgärten diverser Funktionäre statt auf der Straße. So, auf glatter Straße merkt man nicht viel, aber wie gesagt, das muss überholt werden. Hannibal. Ja, da war unser Fasan. Den hört man im Hintergrund ab und zu. Nein, der wird nicht gegessen. Der heißt Hannibal und darf hier leben. Das hat er ja einen Namen. Genau. Damit so, jetzt tritt mal einmal bitte durch. Oh, da kommt der Turbo. Das ist absolut kein langsames Auto. Der hat ordentlich Drehmoment. Wie gesagt, das ist ein Mercedes-Motor. Und das merkt man auch. Okay, wir melden uns gleich von der Waschanlage wieder. So, nochmal ein paar Anmerkungen zum Auto. Wir fahren jetzt knapp über 80. Merkt ihr, wie leise dieses Auto ist? Beeindruckend, oder? Windgeräusche, ja? Wir fahren nach Norden, wir haben 2 Grad draußen. Unglaublich. So, ich habe jetzt einige Sachen schon mal vorgesprüht. So ein Tankdeckel versifft immer ganz gerne. Aber wo man hier sieht, nichts an Rost. Türzargen. Da verstecken sich auch immer die einen oder anderen Leute drin. Ja. Untere Tür habe ich ja schon mal gezeigt. Ja. Immer schön. Ja, die Reifen brauchen wir nicht sauber machen. Ich habe sogar noch welche gefunden in der richtigen Größe. Die hier sind sogar ein Stückchen klein, zu klein. Und diese Radkappen müssen runter. Wenn ich Alufelgen finde, wäre das toll. Okay, ich dampfe den mal ab. Ist sehr, sehr nötig.
hat sich einiges gebildet und festgehangen. Moos. Wie gesagt, der Wagen stand ein Jahr im Gebüsch, mehr oder weniger. Die Scheibenwischer sind auch sehr kontaminiert. Die untere Schürze. Ja. Ja, okay. Dann dampfe ich mal. Also was wir bis jetzt rausgefunden haben, rollt sehr leise ab, Motor ist sehr leise, Getriebe macht keine Probleme, Kupplung ist top. Die Bremsen sind durch, definitiv, die Scheiben schlagen, die Achse hinten rechts, der Stoßdämpfer wurde auch beim TÜV bemängelt, der ist durch den TÜV gefallen vor einem Jahr. Ja, der hat seit einem Jahr kein TÜV mehr, aber ne, wir reparieren den Kram ja. Von daher ist das nicht ganz so problematisch. Ja. Ja, man hört es, wenn wir über Gullideckel fahren, dieses Plom. Da ist wohl offensichtlich nicht mehr richtig viel Widerstand im Stoßdämpfer. Ne? So, und was definitiv, also alle vier Bremsen müssen neu. Die Lenker vorne sind komplett ausgeschlagen. Richtig spurtreu ist er nicht. Ja. Wie gesagt, ein Radlager hört man nicht. Scheint ein gutes Reisefahrzeug zu sein. So vom Gefühl her, ist sehr bequem. Kann natürlich auch an einen ausgelutschten Stoßdämpfer hängen. Der Auspuff scheint auch irgendwo gegenzuschlagen, habe ich so das Gefühl. Aber alles in allem, alles nur aufgeschobene Reparaturen, scheint nichts wirklich Relevantes zu sein. So fährt er sich ganz in Ordnung. Bis auf ein paar Macken, die er hat. Also man kippt nicht um in der Kurve, wie man hier sieht. Okay.